Herzlich willkommen im zweiten Teil bei Skibas Youngtimer Kaufberatung. Heute mit dem wunderschönen Mercedes-Benz W124 200D, die sogenannte Wanderdüne. Und das möchte ich ganz gerne mal verifizieren für mich. Ich bin nämlich eigentlich noch nie in 200D gefahren. Ich weiß nur von damaligen Klassenkameraden in den 80er Jahren, deren Eltern hatten einen 200D W123. Und er war immer ganz stolz darauf zu sagen, wenn sie nach Italien gefahren sind mit Wohnanhänger und hatten hinten den ganzen Anhänger mit Wurstbüchsen voll, ja, um den Urlaub möglichst günstig gestalten zu können, sind sie den Brenner mit im zweiten Gang mit 50 km/h hochgefahren. Gut, aber hier haben wir immerhin 124er, der hat schon mal 20 PS mehr als der alte W123, glaube ich, so in dem Dreh. Also ein bisschen mehr Leistung haben wir ja. Immerhin haben wir 126 Newtonmeter zwischen 2,7 und 3,5. Ne? Das verspricht ja gewaltige Fahrleistung. Und wir wollen mal gucken, ob dieses Defizit an Fahrleistung irgendwie kompensiert werden kann durch andere positive Aspekte. Ne? Das ist jetzt hier mein subjektiver Fahreindruck. Und zeige euch jetzt hier mal, wie das hier so aussieht. So sieht das hier aus. Ja. Habt ihr ja schon im ersten Teil gesehen, ein übersichtliches Dashboard mit der üblichen Quarzuhr beim Mercedes-Benz und ein Tacho mit einer Skalierung bis 180 km/h. Da weiß man schon, was passieren könnte oder nicht passieren könnte. Hier Wassertemperatur, Kühlwasser, Tank und immerhin Öldruck. Das ist ja schon mal was. Ja? Ansonsten haben wir hier die klassischen Instrumente für die Lichtbetätigung. Beim 124er sitzt der hier. Und wenn man hier, das ist schon alles sehr stramm, ja, ist natürlich dem niedrigen Kilometerstand hier gezollt. Wir haben hier diese typische Mercedes-Feststellbremse. Die Handbremse ist ja nicht wie gewohnt hier in der Mitte mit dem Handbremshebel, sondern so löst man die und hier unten tritt man drauf und dann ist sie betätigt. So, wir haben hier manuelle Fensterheber, die auch funktionieren, warum auch nicht. Und wir haben auch elektrische Spiegel, die funktionieren auch. Und wir haben ein Schiebedach, ein großes, das machen wir jetzt mal auf. Und das läuft schön seitig auf. Ja, mit dem Windabweiser passend im 80er-Jahre-Look für die Seitenscheiben gäbe es das auch. Würde ich auch sogar hier tun. Und machen wir so einen kleinen Rundumblick. Hier haben wir die Mittelkonsole, auch sehr aufgeräumt. Mit dem schönen Zebrano-Holz hier im Top-Zustand, muss ich sagen. Und das Radio Becker Europa. Hier läuft natürlich typischerweise HR4. Oder SWR4, der war auch so eingestellt. Wir haben hier ein 5-Gang-Getriebe. Serienmäßig hat der 200D sogar nur 4-Gang. Also 5-Gang ist schon mal hier eine tolle Option. Und Zentralverriegelung und Servolenkung und ABS. Immerhin. Und den großen Stern hier vorne auf dem Kühlergrill, weil wir haben ja hier eine Mopf 1. Und deswegen haben wir auch noch keinen Wasserlack zum Glück. So, hinten sieht es natürlich genauso toll gepflegt aus, als wenn hier nicht mal die Enkel gesessen hätten und hier unseren Wackeldackel sowie unsere gehäkelte Klorolle. Ein Muss beim 124er mittlerweile. So, dann starten wir einfach mal den Boliden. Wir haben ja hier schon vorgeglüht, wir brauchen ihn ein bisschen länger. Fällt sofort in einen beruhigenden Leerlauf und wir hören uns das einfach mal an, ja, wie so ein 200D. Also schon eigentlich leise. Ich habe die 123er lauter in Erinnerung. Ja, hier giert er nach Drehzahlen. Und dann starten wir einfach mal und lasst uns doch mal den Wagen wirken. Wie wirkt so ein 124er im Jahre 2020 auf einen autoaffinen Menschen, der schon viele Autos bewegt hat. Es fällt schon mal aufs Getriebe, ist natürlich typisch Mercedes, ein bisschen hakelig, so ein bisschen teigig. Aber das ist ja bekannt, da muss man sich mit abfinden oder man muss auf eine Automatik umsteigen. Es hat nun mal einen Schalter, dafür haben wir ein bisschen weniger Verbrauch. Wir fahren hier gemütlich, ich denke mal so bei 1500 Umdrehungen gefühlt, im vierten Gang bei 60 und
Dieser OM601 Motor ist ja sowieso bekannt, hier Laufleistung zu erreichen, jenseits der 500.000 bis 1 Million Kilometer. Diese 124er waren ja im Taxigewerbe sehr, sehr beliebt und ich kann mich natürlich schon an meine Jugendzeit erinnern, als ich des Öfteren in 124ern ziemlich betrunken hinten im Fond saß nach irgendwelchen Disco-Besuchen. Insoweit kommen hier natürlich immer tolle Erinnerungen auf. So, jetzt hier nach der Geschwindigkeitsbegrenzung machen wir einfach mal das Fass auf, würde ich sagen. Ja. Wir gehen in den dritten Gang und gehen mal hier auf den Pinsel. Ja, und in dieser Zeit kann man sich natürlich hier mit der Beifahrerin, wenn eine neben einem sitzt, unterhalten. Man kann Urlaubspläne schmieden, man kann überlegen, was man heute Abend isst. Derweil stehe ich hier voll auf dem Blech. Ja. Und irgendwann kommt er dann auch auf seine 160 km/h. Tacho sollten es dann 170 sein. Immerhin. Aber man fühlt hier diese 126 Newtonmeter, also gefühlt muss ich das Auto relativ hoch drehen, damit hier ein bisschen Leistung kommt. Ansonsten fährt sich dieser Benz hier sowieso, dadurch, dass er natürlich wenig gelaufen hat, sehr kommod. Das heißt, wir haben auch hier kein Spiel, wir hören hier kein Poltern. Hier läuft alles sehr smooth insgesamt. Das Fahrwerk habe ich vergessen zu erwähnen, wir haben ja hier ein Fahrwerk drin. Ja, Quatsch, wir haben hier den Wagen einfach mal dezent dem Boden ein bisschen näher gebracht. Ja. Da wird der eine oder andere sagen, Mensch, Skiba, lasst ihn doch original. Ja, weil das Auto sollte so ein bisschen, wir haben ja wie gesagt auch dann von Mopf 2 Teilen auf die Mopf 1 hier übertragen. Das heißt, die Rückleuchten hinten und auch die weißen Blinker vorne. Und haben im Zuge dessen uns gedacht, weil er wirklich so hochbeinig aussah, wie so ein Schlechtwegepaket, haben wir dem hier H&R-Federn spendiert. Wer unbedingt wieder Serie haben will, kriegt auch die Originalfedern mit. Kein Problem. Aber wie ihr im ersten Teil gesehen habt, wirkt das Fahrzeug ja gar nicht wie ein tiefer gelegter Wagen. Das wirkt so, als wenn es so vom Berg gekommen wäre. Und ich muss sagen, das Fahrverhalten ist besser als vorher insgesamt. Er ist auf jeden Fall nicht straff. Er ist straffer als vorher ein bisschen. Aber er fährt sich so, als wenn ich es nicht gewusst hätte, würde ich sagen, das ist original so. Ja, ansonsten gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Keine Windgeräusche kann ich jetzt hier vernehmen. Wir sind allerdings auch hier bei 70 oder 80 erst. Er fährt sich wie eine Sänfte so ein bisschen. Der Verbrauch bei diesen 200Ds liegt erfahrungsgemäß so bei 6,5 Litern, was ich so nachgelesen habe. Und das ist natürlich hier ein Auto für das Leben, sofern der Wagen dann nochmal 3 Jahre ruhen kann oder reifen kann, dann bekommt dieser schöne 124er natürlich auch das H-Kennzeichen und dann kann man natürlich wie gewohnt auch nach Stuttgart fahren, unter anderem ins Theater oder zum leckeren Abendessen direkt in die City, derweil, wo dann die Euro 5 Diesel alle draußen warten müssen. Ja, soweit erstmal hierzu. Wir kommen hier langsam hier wieder zum Ende. Also mein Fahreindruck ist durchaus positiv. Er entschleunigt tatsächlich so ein 200D. Und mit der entsprechenden Musik, haben wir denn hier welche? Polizei? Nein, haben wir nicht. Dann kommt hier so ein bedächtiges Gefühl auf, was in der heutigen Zeit, in der heutigen schnelllebigen Zeit des digitalen Zeitalters durchaus hier einen positiven Einfluss nehmen kann auf das Gemüt eines Menschen. Und insoweit verabschiede ich mich heute von euch mit dem W124 200D aus 793 Mopf 1 Original 94.000 Kilometer, der im Übrigen zum Verkauf steht. Abonniert meinen Kanal, bleibt am Ball, denn wir haben ja bekanntermaßen immer schöne und besondere Fahrzeuge hier auf Skibas. Youngtimer Kaufberatung. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin, euer Ralf. Tschüss.